und herzlich willkommen zu einer Shopping-Folge in SSO. Wir machen das Mittwochs-Update im Purple Pony. Ich wollte gerade nicht in einen anderen Laden gehen, nein. Denn neun Meerjungfrauen-Klamotten sind da und wir gucken uns natürlich die Sachen an. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mir überhaupt was kaufen möchte. Und wir gucken uns die neuen Frisuren an. Des Weiteren anscheinend gibt es jetzt wohl auch von Kenta Ella die Satteltasche und die Kopfschmuckschleifen, die wir schon mal durch diese Codes bekommen haben. Aber wahrscheinlich wollte SSO einfach so nett sein, den Leuten die Sachen auch ermöglichen, als sie nicht da gewesen sind. Haben wir hier eigentlich generell was Neues stehen? Immer noch das Gleiche. Aber hier ist auch Talia. Mel will hier einfach nicht einkaufen, weil das Purple Pony ihrer Meinung nach ihr Requisitengeschäft kaputt macht. Aber Jorvik ist noch groß genug, damit zwei Leben mit Piratenaugenklappen überleben können. Sind hier noch andere NPCs? Ich glaube nicht, ne? Dann gehen wir mal erst hier rein. Und da kicken wir, was denn so kostet besonders. Ah, hier haben wir es. Hier fängt es schon an. So. Weil am liebsten will ich meine Figur einfach mal drehen. Oh, draußen bilden die Hunde. Also wir haben eine violette Version. Wir haben eine pinke Version. Die grüne sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Und das Blau besonders. Das Blau gefällt mir sogar gut, ey. Also das würde ich ja sogar ohne das mehr, also ohne die Hose sogar holen. Oh, es gibt sogar. Ui. Ja gut, die Schuhe, darüber könnten wir jetzt streiten, ne? Hat irgendwie die gleiche Form, nur anderes Design, oder? Ah, und das hier auch. Ah, die haben ja auch Texte. Mit der neuen Cosplay-Kollektion von Sirenen des versunkenen Königreichs kannst du unter Wasserabenteuer eintauchen. Keine Seepferdchen als Reittiere enthalten. Oh. Noris. Brems. Meridias. Delfins. Das Dunkle sieht aber auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so ein Fan von den Hosen irgendwie, aber das Shirt gefällt mir. Komm, dafür gebe ich auch einmal die Star Coins aus, aber irgendwie der Rest ist jetzt nicht ganz so meins. Okay. Und wieso ich die Reitklamotten hier drin habe? Ich musste Pia cosplayen. Ja, hier haben wir zum Beispiel einmal das Shirt. Ich finde das aber auch so ganz nett, muss ich sagen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt das Meerjungfrauen-Kostüm haben. Wir können es aber jetzt, ich kann euch jetzt aber auf jeden Fall nochmal die Schleifen zeigen, die es jetzt fürs Pferd auch noch dazu gab. Du besitzt diesen Gegenstand bereit. Ich weiß, aber ich will es nur einmal zeigen. Da die Schleifen, auch einmal die Satteltasche. Kann ich euch hier immer genauer zeigen. Ja, auch, also, das Kenta Ella Set mega. Also, das habe ich immer echt gern getragen. Oder, das heißt, habe ich immer gern getragen. Das trage ich eigentlich recht gerne. Das gehört für Western, immer für normal. Normale.
Das Lea auch gar nicht mal so schlecht finde. Was kennt der Zaumzeug habe ich mir nicht genommen. Weil ich ein schwarzes Zaumzeug der eine, die ich besser fand, weil alles recht dunkel gehalten ist. Guckt euch mal den Sattel an. Der ist ja, klar, da ist auch violett drin. Aber vom Gurt her und das alles, er kommt dunkler rüber. Und dann hat man dieses helle, Viol einen hellen Violettton. Den fand ich jetzt nicht so prickelnd. Deswegen habe ich dieses, als es frisch rauskam, habe ich mir sozusagen diese Trense nicht geholt, da habe ich lieber eine schwarze dazu ergänzt. Das fand ich einfach schöner. Aber die Gamaschen habe ich, ja. Okay, dann gab es noch Frisuren. Problem ist einfach, ich bin kein Fan von kurzen Haaren. Und für mich ist schon alles kurz ab. Warte, wo ist der verdammte Ausgang? Ja. Für mich ist schon alles kurz, was über die Schulter geht. Und ich habe gesagt, diesen Charakter möchte ich so gestalten, wie ich mich in echt ankleiden würde. Klar könnte ich jetzt hier sagen, das sind nicht meine echten Haare, das ist eine Perücke. Aber ich will ja auch diese Perücke nicht anziehen. Da haben wir sie. Ich finde diesen Farbübergang für die Meerjungfrauen echt nicht schlecht. Also versteht mich da jetzt nicht falsch. Die finde ich zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Aber ich sehe, wenn ich mir diese Haare nehme, ich gucke meinen Charakter an, denke mir nur, ach, das ist nicht mein Charakter. Das passt einfach nicht. Nein. Ich finde die Farbe mega schön von diesem Grün-Türkis, diesem Ozeanblau, kann man auch sagen, zu diesem normal helleren Wasserblau halt, ne? Ich weiß nicht, wie man das am besten erklären soll. Ich finde diesen Übergang echt mega schön. Violetten jetzt vielleicht nicht ganz. Grün? Ne, ich glaube, das waren nur die hier. Ich finde die alle gar nicht mal so schlecht. Und das Pink. Ins Orange finde ich auch gar nicht so schlecht, aber das würde einfach nicht zu meinem Charakter passen. Deswegen. Nee. Ich warte ja, wie gesagt, dass man immer noch mal eine Frisur hat, die ja mindestens hier. Die mindestens wie bei mir bis zur Hüfte geht, dann bin ich zufrieden. Also so ein Stückchen länger wäre noch nicht schlecht, ne? Aber SSO hat ja gesagt, dass die Charaktere ja nochmal bald. Das heißt bald. Sie haben gesagt, dass diese irgendwann nochmal. Was ist werden von einem schwarzen Loch eingesaugt. Kein, nein, nein. Scheiß auf schwarzes Loch. Es ist das Grauensdreieck. Nee, aber. SSU sagte ja, dass die mal, die haben es in den Kommentaren erwähnt, dass sie unser Charakter ja nochmal überarbeiten wollten, weil die Soul Rider ja auch so wunderschön aussahen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das dann enden wird. Also das Oberteil habe ich mir gegönnt. Es ist echt mega schön. Man muss ja nicht unbedingt die Hose dazu haben. Und für den Strand auf jeden Fall lobenswert. Ja. Aber. Sonst, ja. Die Preise waren natürlich wieder etwas heftig, ne? Also für 110 Starcoins, ich habe es jetzt ausgegeben, weil ich sowieso nicht warten kann und ich einfach gerade mal so viele Starcoins habe. Andere Leute, die halt nicht die Starcoins haben wie ich, und eben halt auf Sparfuchs sind, kann ich ja sowas von verstehen, dass sie sagen, nee, dafür gebe ich keine Starcoins aus, dafür zahle ich lieber Schillinge. Ist auch alles selbstverständlich. Ich habe es jetzt gemacht, weil ich einfach faul war. Was haltet ihr vom Update? Übrigens, nächste Woche Mittwoch kommen die Andalusier raus und wenn im ersten Schock kein Schimmel dabei ist, dann weine ich. Nein, doch, ich weine trotzdem.
bei Andalusien stehen auf jeden Fall noch der Apfelschimmel und der Fuchs bei mir auf der Liste. So, was ich euch jetzt schon sagen kann, ist, dass Schimmel und Apfelschimmel safe eben mal auf dem Hauptaccount landen. Sobald ich Lifetime auf den anderen Account habe, werde ich mir da irgendwann den Fuchs kaufen. Sollte es aber jetzt so sein, dass im ersten Schwung weder Apfelschimmel noch Schimmel kommen, dann weine ich nicht noch mehr, dann heule ich euch die Ohren zu. Nee, dann werde ich mir aber dann hier schon auf dem Hauptaccount den Fuchs kaufen und den Apfelschimmel dann auf dem Zweitaccount. Was weiß der Geier. So irgendwie im Dreh rum. Und Adobe, please. Funktioniert endlich, dass ich mir nicht meine Videos schneiden kann. Manu. Das macht's auf jeden Fall. Ja, ich kann auch nicht mehr reden. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Kauft nicht zu viel ein und bis zum nächsten Mal. Ciao.